Er kam auf den Berg und sah über die unendlichen Weiten von Kartoffelpüree. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur produktivsten Zeit deines Tages. Ich hoffe, man kann mich sehen und hören. Mein Name ist Jacqueline Fairgut von Schriftsteller-Werden.de und das ist Tag 18 von Staffel 2 der 30 Tage Homeoffice Schreibchallenge. Das bedeutet, wir sitzen alle hier und schreiben. Zwar 45 Minuten, jeder an seinem eigenen Projekt, jeden Morgen um 5.30 Uhr und ich hoffe, du machst mit an deiner eigenen Geschichte. Ich habe eben gesehen, im Chat wurde sich unterhalten, ob mit Musik gehört wird und ich konnte früher tatsächlich gar nicht mit Musik hören, also überhaupt nicht. Dann habe ich Noise Cancelling Kopfhörer mir geholt und plötzlich konnte ich mit Musik schreiben, allerdings auch nur in bestimmten Phasen und nur mit bestimmter Musik. Also während des eigentlichen Aufschreibens und Plottens, also während der Phase jetzt, kann ich nicht mit Musik hören, dann vielleicht Regengeräusche oder sowas, wenn dann doch mal schon jemand im Haus wach ist. Dann würde ich sagen, sind wir auch schon wieder soweit und können loslegen mit dem Schreiben. Ich habe gestern angefangen, ein bisschen die Szenen hin und her zu schieben und neue dazu zu schreiben und herauszufinden, wie jetzt die Hintergrundgeschichte, die ich mir für den Protagonisten ausgedacht habe, ans Tageslicht kommt. Da werde ich heute weitermachen, vielleicht auch ein bisschen schreiben, wenn ich Glück habe. Mal sehen, wie weit ich komme. Ja, ich beneide alle, die immer Musik hören können beim Schreiben. Dann würde ich sagen, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Schreiben und wir lesen uns wieder in 45 Minuten. Ganz viel Spaß! Und die Zeit ist schon wieder um. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Schreiben und ich hoffe, mein Internet hat funktioniert, weil wenn nicht, dann muss ich definitiv wieder rausfinden, was das sein kann. Denn morgen soll es nämlich wieder weitergehen. 5.30 Uhr, wieder hier. Vera Tuskrei. Was meinst du mit automatischer Eingabekorrektur? Meinst du, dass er automatisch Wörter korrigiert, die du falsch geschrieben hast? Also wenn sie zum Beispiel den zweiten Buchstaben groß schreibt, dann wird er automatisch klein gemacht, wie er gehört. Du kannst das, glaube ich, einstellen, was er kann. Und Rory Giles schreibt gerade, bei Mac wird automatisch korrigiert. Das nervt auch schon. Ja. Das vor allen Dingen, wenn man dann nicht merkt, dass er das korrigiert hat und dann sehr merkwürdige Wörter dabei rausgekommen sind, die man definitiv an der Stelle nicht gemeint hatte. Deshalb habe ich auch alles ausgeschaltet. Er schreibt bei mir im Moment, zumindest soll er, nur das schreiben, was ich auch tatsächlich getippt habe, auch wenn das dann manchmal falsch ist. Dafür gibt es jetzt eine wichtige Korrektur. Ich schätze, das kannst du einstellen über die Scrivener-Einstellungen. Aber ich bin ehrlich gesagt nicht ganz sicher, wo da, weil das habe ich irgendwann einmal eingestellt und dann nie wieder angefasst. Aber das gibt es bestimmt zum Nachschlagen im Internet. War sehr interessant heute. Ich habe einiges an Hinweisen gestreut und Handlungssträngen versucht auseinander zu flechten oder ineinander zu flechten und werde dann morgen mehr über die Geschichte rausfinden und bin selber schon gespannt, was da alles so passiert. Ja, die Autokorrektur beim Handy, ja, der Hit. Gunther versucht, sich zum Schnellschreiben zu trainieren, aber es klappt nicht so recht. Was klappt denn nicht? Das 10 Fingertippen? Oder einfach, dass du deinen inneren Kritiker nicht ausgeschaltet bekommst. Weil, also, wenn es am Anfang noch nicht klappt, ist das normal. Da muss man sich dann einfach immer weitermachen und irgendwann wird es von alleine schneller. Du kannst Ilka fragen. Versuch mal, dem Kritiker zu erzählen, dass das, was du da schreibst, das bekommt niemals jemand zu sehen. Nie. Meistens ist der, also zumindest meiner, ist meistens gutgläubig genug. Und das, obwohl ich hier gerade sitze und streame, also. Er glaubt mir trotzdem. Besonders interessant ist, wenn man einen Chat auf Englisch hat und den Rest auf Deutsch. Es gibt übrigens, wenn es wirklich gar nicht klappt, gibt es eine Seite, die heißt Write or Die. Das ist so eine Seite, die du kannst einstellen, was sie genau macht, aber im Endeffekt ist es, du tippst los und wenn du aufhörst zu tippen, dann löscht der alles, was du gerade geschrieben hast. Das heißt, du musst weiterschreiben oder dein Text ist weg. Falls dich sowas motiviert, kannst du das ausprobieren. Vera Tuskrei ist froh, wenn sie wieder schreiben kann. Nur noch 2/3 von meinen 2 Inskripten einfliegen. Du hast ja schon voll viel geschafft. Aber kann ich mir vorstellen, dass du dich darauf freust. Hey Kitty, weil es mein innerer Kritiker. Innerer Kritiker ist so gutgläubig, weil er weiß, dass alle genauso schlecht schreiben und die Entwürfe von allen anderen auch blöd sind, die ersten. Ilka sagt, ihr hilft es total, alles, was sie schreibt, als Mist zu betrachten. Seither kann sie schneller schreiben. Klingt zwar komisch, aber funktioniert für sie super. Und noch eine Sache, die du ausprobieren kannst, ist mit weißem Text auf weißem Grund zu schreiben. Es gibt Leute, die irritiert das total, weil sie halt nicht sehen können, wo im Satz sie sind. Aber wenn du sowieso 10 Fingertippen machst, dann tippst du ja eigentlich sowieso blind. Das heißt, theoretisch ist es wurscht. Soll Leute gegeben haben, denen es geholfen hat. Professor Blumbeck hat auch, der erste Entwurf ist Misteinstellung, das ist sehr gut. Professor Blumberg meint, mit dem XXX-Tipp funktioniert es noch besser. Das freut mich. Diktieren ist auch schnell schreiben. Hast du es mal damit probiert? Ja, diktieren kann man immer ausprobieren. Dragon habe ich mal ausprobiert. Das ist aber so lange her, dass zu dem Zeitpunkt war es besser als alles, was es da gab.
Aber das war, weil es eigentlich nicht viel anderes gab. Das heißt, über die aktuelle Situation von Dragon kann ich leider nichts sagen. Insofern hat geschrieben, dass ich glaube, Dragon sehr gut ist, aber auch sehr teuer. Sie hat es bekommen. Ich weiß nicht genau, was heißt, sie hat es bekommen. Ich weiß, mein größtes Problem bei Dragon, ich habe es mehr als einmal ausprobiert. Wie gesagt, alle Probieraktionen sind schon etwas länger her, aber ich hatte jedes Mal Probleme, das Mikrofon dazu zu bekommen, meine Stimme zu erkennen. Und ich weiß, dass ich es einmal habe ich es geschafft, dass er mich erkennen konnte. Und es gibt ja diese Lernfunktion, dass man ihm beibringt, die eigene Stimme zu erkennen. Das war dabei total super. Aber ich glaube, das war beim allerersten Test, den ich vor mindestens 10 Jahren gemacht habe. Danach habe ich das irgendwie, habe ich es nicht mehr hingekriegt, dass er mein Mikrofon so gut erkannt hat, dass es funktioniert hätte. Ja, dann habe ich nicht mehr mit Dragon diktiert. King of Codas, was hat King of Codas geschrieben? Word kann auch diktieren, falls du das sagst. Word kann diktieren. Okay. Habe ich auch noch nicht ausprobiert. Achso, vor allem, weil du viele Fantasy-Worte hast. Aber du kannst den meisten. Achso, den Diktierprogrammen. Oder, du musst ganz gewieft sein und Platzhalterwörter benutzen. Ich weiß nicht, wie sehr das dann den Diktierverlauf stört, aber im Endeffekt kannst du ja auch einfach ein Wort einsetzen, was du sonst eher überhaupt nicht benutzt. Zum Beispiel. Aber ich weiß nicht, wie viel Spaß macht es zu diktieren, wenn du dann sagst. Und er kam auf den Berg und sah über die unendlichen Weiten von Kartoffelpüree. Da musst du nachher nur immer Kartoffelpüree durch den Namen von deiner Stadt ersetzen oder von deinem Land. Haniederhausen benutzt Dragon öfter, aber es bedurfte ein neues Mikrofon mit Geräuschunterdrückung und er hat das Jabra Biz 2. Ach so, Superheldin hat es vom Arbeitgeber das Dragon angeschafft bekommen. Es läuft gut, kann die Rechtschreibung und erkennt inzwischen alles sehr gut. Sogar Dialekte, die ich kaum verstehe, okay? Ilka, das hat probiert immer alle Tipps aus und von schnell einschlafen bis schnell schreiben. Es war immer was dabei, was funktioniert hat. Das ist doch sehr cool. Und Haniederhausen hat mit Dragon nur Probleme, wenn er sehr im Charakter ist und aufgeregt und dann zu schnell redet. Dragon kostet nur 80 Euro? Ich habe irgendwie im Hinterkopf, dass das mindestens dreistellig gewesen ist. Dann dürfen sie nie Kartoffelpüree essen im Roman. Ja, oder du musst ein anderes Wort nehmen. Schweinebraten, weiß ich nicht. Zitronenbonbon. Vielleicht was, was es in der Fantasy-Welt nicht gibt. Und dann vergessen, das zu ändern und mit Kartoffelpüree veröffentlichen. Ja, das wär dann mal ein etwas anderer Fantasy-Roman. Das wäre ja witzig. Und Kartoffelpüree-Land. Dann sind wir auch schon für heute wieder am Ende. Das Leben geht weiter, der Tag startet und ich hoffe, ihr findet heute vielleicht nochmal Zeit zum Schreiben. Und ansonsten sehen wir uns morgen früh wieder um 5:30 Uhr wieder hier. Ich freue mich schon auf alle, die kommen und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und ganz viel Spaß beim Schreiben. Bis morgen. Tschüss!